Du hast schon mit eigenen oder vielleicht mit unseren Gedächtnispalästen gelernt und hast dich gefragt, wo man Gedächtnispaläste noch nutzen und verwenden kann, um andere Lerninhalte sich einzuprägen und auch langfristig abzuspeichern. Dann bleib dran, denn in diesem Video geht es genau darum, was du dir alles mit Gedächtnispaläste merken und einbringen kannst. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und du hast dich vielleicht schon gefragt, weil du gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hast mit dem Lernen von Gedächtnispalästen, wo kannst du überall noch Gedächtnispaläste nutzen, wo kannst du die Loki-Methode, ist eben Synonym für Gedächtnispaläste, noch für dein Studium, für den Alltag, wie auch immer, anwenden. Und da ganz klar und einfach die Antwort und schnell, prinzipiell kannst du Gedächtnispaläste immer dann nutzen und anwenden, wenn du auswendig dir Sachen, Fakten einprägen möchtest und die auch langfristig merken und abspeichern möchtest. Also prinzipiell für alle Themen, für alle Lerninhalte kann man Gedächtnispaläste nutzen. Gut, wenn es so einfach wäre, dann wäre das Video hier zu Ende. Ich möchte noch ein bisschen spezieller und in die Tiefe gehen, wo kannst du es wirklich konkret auch ein bisschen wie anwenden, bei welchen Themen, eben besonders eben im Medizinstudium, wo eignet sich's, wo vielleicht nicht so sehr. Vielleicht kurz vorab, wo ist es nicht ganz so passend, mit Gedächtnispalästen zu lernen? Immer dann, wenn du Themen hast oder nur wenige Begriffe dir einprägen möchtest oder Themen, wo du dir vielleicht 5 Fakten, eine Handvoll Lerninhalte nur einprägen musst, dann würde ich sagen, lern lieber mit der Schlüsselwortmethode, immer dann, wenn du 2 Sachen, Lernfacts im Zusammenhang irgendwie bringen möchtest und die einbringen möchtest. Oder wenn es eine Handvoll an Lernhalten sind, die du dir zu einem Thema oder zu irgendwas merken möchtest, dann ist die Geschichtenmethode eigentlich Mittel der Wahl zu den beiden Techniken. Entweder ich verlinke es dir hier oben oder auch unten dann in der Beschreibung, findest du schon ausreichend Infos und Anweisungen, wie du das dann nutzen kannst. Gedächtnispaläste machen dann am allermeisten Sinn, wenn es darum geht, dir große Mengen, viel Lerninhalte, viel Lernstoff quasi einzuprägen und eben sich die Sachen dann auch möglichst langfristig zu merken. Gerade im Medizinstudium gefühlt jedes Fach in jedem Themengebiet muss man echt viel Fakten wissen, viel auswendig wissen und da sind die schon mal optimal geeignet. Wo jetzt aber ganz konkret, dazu kommen wir jetzt. Ja, ganz kurz noch vorab, gefühlt habe ich in meinem eigenen Medizinstudium kein Thema, kein Fach oder Fachbereich gehabt, wo ich kein Gedächtnispalast mir gebaut habe. Ich habe es auch sehr extrem betrieben, habe mir wirklich, glaube ich, 80-90% der ganzen Fakten mit Gedächtnispalästen eingeprägt. Muss man nicht so extrem machen, funktioniert aber auch. Welche Themen, welche Fächer ganz konkret kannst du jetzt mit Gedächtnispalästen dir einbringen? Ein großes Thema, wo es hervorragend funktioniert, wo man eben viel auswendig wissen muss, wo man viel Punkte in der Klausur, im Examen, im Physikum und so weiter abstauben kann, ist in der Biochemie. Du kennst vielleicht unser Citratzyklus-Video, unseren Gedächtnispalast dazu oder zur Beta-Oxidation und so weiter. Hier die Videos auf unserem YouTube-Kanal. Ich verlinke es dir irgendwo auch, dass du dir das vielleicht als Beispiel dann anschauen kannst, wie man das dann wirklich konkret in der Biochemie nutzt. Oder du kennst vielleicht unsere ganzen Gedächtnispaläste und Merkvideos auch in unserem Lernpaket, wo wir eben sehr viele Gedächtnispaläste zu den ganzen Biochemie-Themen genutzt haben. Da ist es optimal geeignet. Du wandelst die Substrate, die einzelnen biochemischen Stoffe in ein Bild um, legst es dann strukturiert in deinem Raum, in den Gedächtnispalästen ab, ist wunderbar geeignet. Du hast damit auch gleich die Reihenfolge dir eingeprägt, was ja bei den ganzen Zyklen auch wichtig ist. Du kannst aber auch kompliziertere, abstraktere Sachen auch im biochemischen Bereich damit lernen, indem du die Sachen einfach dir so heraussuchst, was du dir lernen möchtest und diese Fakten, diese Wissensinhalte in ein Bild umwandelst und diese Bilder dann in deinen Gedächtnispalast packst. Also Biochemie, wunderbar geeignet, gerade die ganzen Stoffkreisläufe, ob das dann die Helmsynthese ist, Glykolyse und so weiter. Wie gesagt, du findest viele Beispiele hier auf YouTube oder eben in unserem Lernpaket. Dann, wenn wir schon beim Thema Biochemie sind, Strukturformen. Ich werde auch öfters gefragt, Strukturformen ist ja irgendwie doch was Komplizierteres, kann ich das auch mit Lerntechniken lernen und so weiter. Prinzipiell sehr, sehr gut. Du kannst entweder die Geschichtsmethode wieder verwenden, um dir vielleicht eine Strukturformel irgendwie einzuprägen. Aber wenn du dir zum Beispiel, klassisches Beispiel, die Aminosäuren einprägen möchtest, dann kannst du auch die einzelnen Strukturformeln und die Details, Strukturen und so weiter in den Gedächtnispalast bauen, indem du auch wieder die Strukturen und so weiter verbildlichst. Wenn du sagst, das klingt jetzt noch sehr theoretisch, ich verlinke dir auch unseren Gedächtnispalast, unser Video dazu zu den Aminosäuren, wo du schon einen Teil von den Aminosäuren wirklich konkret angewandt siehst, wie man einen Gedächtnispalast baut, wo man sich eben wirklich konkret Strukturformeln und die funktionellen Gruppen damit einbringen möchte. Schaust dir einfach mal an, dann bekommst du einen Eindruck, wenn du sagst, du willst auch andere Strukturformeln lernen, funktioniert es auch hervorragend. Da sind wir beim nächsten Thema, in der Chemie, also nicht nur Biochemie,
sondern wenn du irgendwelche Reaktionen in der Chemie, Strukturformeln, auch da auswendig lernen musst, funktioniert es genauso wie bei den Strukturformen bei den Aminosäuren. Kannst du auch gut ihren Gedächtnispalast oder Gedächtnispaläste überlegen, indem du die funktionellen Gruppen und so weiter dir Bilder überlegst, die in eine Geschichte packst und dann kannst du die Geschichten entweder in den Gedächtnispalast packen oder du baust gleich den direkten Gedächtnispalast, indem du immer das Grundprinzip, die Lerninhalte, zum Beispiel Strukturformen, funktionelle Gruppen, das kann Phenolring, was auch immer sein, in Bilder umwandelst und die dann in deinem Gedächtnispalast in den Räumen hier ablegst. Wie gesagt, Aminosäure-Video ist da ein ganz gutes Beispiel. Auch wenn wir da quasi keinen Raum genutzt haben, sondern den Gedächtnispalast quasi auf einem Spielplatz, also draußen irgendwo verwendet haben, geht aber auch super gut. Dann gibt es neben den Strukturformeln auch ganz normale Formeln. Wie kann ich da Formeln auch mit Gedächtnispalästen, wie kann ich da vorgehen? Da meiner Meinung nach, gerade wenn du nicht hunderte Formeln, die auswendig merken musst, in der Physik zum Beispiel, lohnt sich es einfach, sage ich mal, nur Geschichten sich zu überlegen, indem du wirklich einzelne Komponenten von der Formel auch wieder in Bilder umwandelst. pH-Wert, wenn der irgendwie in der Formel vorkommt, könnte dann der BH sein, den jemand anhat. Und dann könntest du die Geschichte so aufbauen und die einzelnen Faktoren aus der Formel in eine Geschichte packen und dich dann eben mit der Geschichte wieder an die Formel erinnern. Wenn du viele Formeln hast, dann kannst du auch viele Geschichten dir überlegen und dann die einzelnen Geschichten nochmal in den Raum, in den Gedächtnispalast packen, damit du dann die geordneter in deinem Kopf hast und dann räumlich auch abgespeichert hast. Zum Beispiel Elektrizitätslehre hast du vielleicht 10 Formeln, 10 Geschichten dazu. Wenn es zu viele Geschichten werden, schwirren die irgendwo im Kopf herum. Dann kannst du auch so hergehen und sagen, okay, ich packe vielleicht immer das Anfangsbild von meinen 10 Geschichten in den Gedächtnispalast, hast dann 10 Bilder in deinem Gedächtnispalast und kannst dich so wieder strukturierter, geordneter daran erinnern, welche Formeln hast du zu welchem Thema. Wenn das jetzt Elektrizitätslehre wäre, könntest du zum Beispiel alle deine Geschichten in einen Raum packen und dann sind die schon mal sortiert und vergisst auch nicht mehr die 9. Geschichte, weil die nochmal schön abgespeichert im Gedächtnispalast sind. Wie gesagt, du kannst auch das eben, wie gerade veranschaulicht, kombinieren, Geschichtenmethode, Gedächtnispaläste, aber wie du siehst, auch normale Formeln aus der Physik und so weiter kann man sich eben auch so merken, indem man sich auch wieder die Sachen verbildigt und eine Geschichte sich dazu überlegt oder sie direkt eben in den Gedächtnispalast legt. Dann, welche Fächer gibt es noch, welche Themenbereiche? Physiologie, da muss man auch vielleicht Signalkaskaden sich einprägen, auch wunderbar geeignet für jedes Gen, für jeden Faktor in der Signalkaskade sich ein Bild überlegen und das dann auch der Reihe nach, so wie es vorkommt, auch in den Gedächtnispalast sich ablegen. Auch bei komplexeren Fragen, das werde ich auch öfters gefragt, ob im Coaching, Workshops, was auch immer, oder auch so per Zuschriften oder per Instagram-Nachrichten, was mache ich, wenn es jetzt komplexere, kompliziertere Themen sind? Geht es auch oder muss das irgendwie ein Kreislauf sein? Muss das irgendwas Lineares sein? Es geht auch mit komplizierten, mit abstrakteren Sachen. Ich vergleiche es immer so oder kann dich dazu ermutigen, so zu überlegen und zu denken, dass wenn du noch so einen komplizierten Sachverhalt hast, kannst du ja diesen Sachverhalt irgendwo linear mit Sätzen in einem Lehrbuchtext, in einem Fachbuch nachlesen. Und wenn du dann dieses kompliziertere, komplexere Thema so durchliest, hast du schon mal eine lineare Struktur. Und wenn du dann dir die wichtigsten Begriffe markierst, die eben diesen komplexen Sachverhalt beschreiben und du dir zu diesen wichtigen, wichtigen Begriffen dir ein Bild überlegst und dieses Bild dann in den Gedächtnispalast der Reihe nach packst, kannst du mit Hilfe diesen Bildern und diesen Begriffen dann auch komplexe Themen dir merken, so wie sie dann zum Beispiel eben in einem Lehrbuchtext dann auch ja irgendwie linear beschrieben werden. Also auch komplexe Themen kann man wunderbar mit Gedächtnispalästen lernen. Man muss dann das vielleicht ein bisschen strukturierter angehen und so weiter, aber es geht auf jeden Fall auch. Aber wie gesagt, Physiologie geht auch wunderbar. Zu welchen, zum Beispiel zu Organen, Herz, Lungen, kannst du es entweder direkt in den kleinen Gedächtnispalast an den Organen selbst dir überlegen oder eben auch die ganzen Fakten, Details in den Gedächtnispalast in Form von Bildern dann ablegen. Dann ein super Thema, wo es auch hervorragend klappt und ich habe mir, glaube ich, zu jedem der einzelnen Details einen Gedächtnispalast gebaut, Mikrobiologie, zu den ganzen Bakterien. Ich habe mir wirklich dann einen Raum hergenommen für ein Bakterium oder für ein Virus, habe mir da dann die Details, die Begriffe und so weiter, was eben, was man wissen muss zu den einzelnen Bakterien und Viren, wirklich schön in einem Raum, in einem Gedächtnispalast jeweils zu einem Thema überlegt. Klar, du sagst vielleicht, man braucht dann recht viele Räume, braucht man, aber ich kann dich beruhigen. Man findet genug Räume. Ich habe wirklich das ganze Studium mit Gedächtnispalästen gelernt und es hat gereicht. Ich habe davor noch Bio studiert, habe auch damit sehr, sehr viel Gedächtnispaläste und Räume gebraucht und habe trotzdem genug gefunden. Falls du da mal in die
brenzlige Situation geraten solltest, hast nicht genug Räume für die Lerninhalte, dann melde dich, dann helfe ich dir, gebe dir Tipps, wo du noch weitere findest. Fang aber einfach mal an und fang erst gar nicht an, weil du sagst, oh, ich habe nicht genug Räume. Komm erst mal an den Punkt und ja, dann helfe ich dir. Okay, wo gibt es noch die Möglichkeit, zum Beispiel auch in Psychologie? Ist jetzt vielleicht nicht so greifbar wie jetzt Substrate in der Biochemie, aber auch da kannst du Definitionen, indem du die einzelnen ja, Begrifflichkeiten für die Definition oder was auch immer verbildlichst und dann in den Gedächtnispalast packst. Genau, auch da funktioniert es wunderbar. So, das waren jetzt vorklinische Themen. Du wirst irgendwann in die Klinik kommen, es werden klinische Themen auf dich zukommen. Funktioniert es da genauso? Es funktioniert ganz genauso, wie du vielleicht schon vermutet hast. Zum Beispiel in Pharma. Funktioniert ähnlich wie bei Mikrobiologie super gut. Du hast ein Medikament immer gleich aufgebaut, kannst du einfach in den Räumen ablegen. Das habe ich noch gar nicht gesagt, das habe ich noch ehrlich gesagt vergessen zu sagen. Ich habe mir keinen Gedächtnispalast vielleicht dazu gemacht, sonst hätte ich es vielleicht nicht vergessen. Dass du auch zu den Muskeln dir Gedächtnispaläste machen kannst. Wir haben schon ja, das erste Video auch hier auf YouTube veröffentlicht. In unserem Lernpaket werden jetzt in Zukunft viele weitere Muskeln und Gedächtnispaläste eben dazu kommen. Funktioniert wunderbar, immer gleich aufgebaut. Kannst einen Muskel, einen Raum hernehmen, einen Gedächtnispalast bauen. Wunderbar, super Sache. Deswegen bin ich drauf gekommen, weil es bei Pharma eben ähnlich ist wie bei den Muskeln. Jedes Medikament kannst du in den Raum packen und in dem Raum dann die Details zu dem Medikament der Reihe nach schön verbildlichen und dir in einem Gedächtnispalast abspeichern. Es gibt noch so viele weitere Themen in der Inneren, die einzelnen Krankheiten. Du machst dir vielleicht ein Haus mit mehreren Räumen, wenn es ein großes Thema ist, wo du dann auch die einzelnen Stadien und so weiter dir bei Krebsstadien und so weiter einprägen kannst, indem du immer die Sachen verbildlichst und in dem Raum ablegst. Dann, was auch oft die Frage kommt, unabhängig jetzt von dem Fach, kann ich mir Tabellen damit einprägen. Geht genauso, auch da wieder brech's runter, damit es eine lineare Struktur gibt. Entweder die Tabelle so aufgebaut, dass es Sinn macht, Zeile für Zeile irgendwie durchzugehen oder Spalte für Spalte. Dann schaust du einfach, was Zeile für Zeile, was da für Begrifflichkeiten, Lerninhalte zu finden sind, verbildlichst diese Lerninhalte und legst die in deinem Gedächtnispalast ab. Und so kannst du eben Tabellen mit irgendwelchen Markern oder Stadien oder was auch immer super gut einprägen. Gerade Tabellen, wo was sehr Abstraktes sind, und ja auch gern gefragt, wenn irgendwelche Details, kann man sich so eben sehr gut der Reihe nach, ja, Zeile für Zeile in seinem Gedächtnispalast merken und ablegen und abspeichern. Ja, und so, ich könnte gefühlt noch Stunden weitermachen, wo du es noch überall, ja, nutzen, anwenden kannst. Es gibt eigentlich, wie gesagt, kein Thema, ob das Radiologie ist, Orthopädie und so weiter. Immer dann, wenn es darum geht, sich Fakten einzuprägen und wenn man die einfach wissen möchte und sich nicht einfach so herleiten kann über Logik oder so versteht, besonders wenn es ums Auswendiglernen geht, funktionieren Gedächtnispaläste hervorragend. Wenn du jetzt vielleicht sagst, okay, das klingt super, du hast vielleicht schon ausprobiert, hast noch Fragen, läuft vielleicht noch nicht ganz so rund oder funktioniert noch nicht so gut, bist aber vielleicht schon begeistert, weil du schon Gedächtnispaläste von uns ja, gesehen hast und sagst, boah, du würdest gerne mal wirklich selber welche bauen oder sagst eben, du brauchst schon welche, es funktioniert noch nicht so ganz gut oder hast noch nicht verstanden, wie du es wirklich anwenden kannst an deinem Lernstoff, dann schau mal vorbei. Entweder du schaust das Video dann, wenn es schon ein bisschen älter ist, aber schau gerne mal unten. Wir haben wieder oder ich biete wieder mal einen Online-Lernworkshop regelmäßig an. Schau einfach mal unten, ob es gerade einen aktuellen Termin gibt. Jetzt, der nächste wird am 4.5., also 4. Mai 2024 sein, wo ich einen Tag lang dir die verschiedensten Lerntechniken, besonders eben auch die Gedächtnispaläste oder Loki-Methode erklären werde, wie du das wirklich an den ganzen Beispielen, was ich gerade aufgezählt habe, wirklich anwenden und nutzen kannst, dass du in der Lage sein wirst, dir mit diesen Gedächtnispalästen enorm viel Zeit und Nerven zu sparen, indem du eben weißt, wie du diese Gedächtnispaläste an deinen eigentlichen Lerninhalten anwendest und dass du dann eben nach dem Workshop in der Lage bist, egal ob dann Tabellen, du in der Klinik, Vorklinik bist, Muskeln lernen musst, Pharmazie, dich fürs Examen vorbereitest, einfach weißt und in der Lage bist, wie du Lerntechniken anwenden kannst und besonders dann eben auch, wie du die Gedächtnispaläste so anwenden und bauen kannst, dass es für dich funktioniert und dass du einfach in der Lage bist, das selbst dann ja anzuwenden und zu nutzen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß, entweder schon beim Anschauen von Gedächtnispalästen hier auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal oder in unserem Lernpaket oder eben beim Selbstbauen, beim Selbstausprobieren. Wenn du Fragen hast, schreib es gerne dazu in die Kommentare. Schreib auch gern, zu welchen Themen du schon Gedächtnispaläste genutzt, verwendet hast, wo ich jetzt vielleicht noch gar nicht aufgezählt habe. Oder wenn du eine Frage hast, wo kannst du und vor allem vielleicht auch wie zu einem anderen Thema noch Fragen hast, wie du das anwenden kannst oder nutzen kannst, Gedächtnispaläste und da noch Unklarheiten hast, dann schreib es mir in die Kommentare.
Ansonsten viel Spaß und Erfolg beim Bauen von Gedächtnispalästen oder beim Schauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Lernen. Mach's gut, ciao.